willkommen bei Du und Deine Lines. Wir haben hier zwei fantastische neue Newcomer. Bitte stell dich vor, Rapper zu meiner Rechten. A priori. Was soll ich noch sagen? A priori, Mann. Mach mal bitte Applaus für den Applaus. Yeah. Zeit, Rapper zu meiner Linken, stell dich bitte kurz vor. Paperbite, Nürkeln. Mach deine für Paperbite! Mann. So, dann wünsche ich ein freundliches Match. Bitte beginn. Mach nochmal Lärm. Okay. Mein Name ist A priori. Ich spiele so ein bisschen mit Worten. Meine Lines lassen Leute tanzen bis in den Morgen. Deine Lines lassen dich morgens aus dem Sisyphus talken. Denk doch mal an deine Mama, die macht sich doch sicherlich Sorgen. Dann ist er so ein bisschen verloren. Und ich hab einen fucking Hänger. Oh? Ah, fuck. Er ist da ein bisschen verloren. Okay, ruhig. Meine Lines lassen Leute tanzen bis in den Morgen. Deine Lines lassen dich morgens aus dem Sisyphus talken. Denk doch mal an deine Mama, die macht sich doch sicherlich Sorgen. Der ist da ein bisschen verloren. Was hat den Hirn getragen? Paperweights, Pellfresse, große Augen, Kiefer, die malen. Was hat er wieder getan? Verwirrt und allein. Und der Bouncer sagt den Digga, hier kommst du nie wieder rein. So, ihr zu dein Heim, schreibt auf Papier ein paar Zeilen. Aber, ja, scheiße, Mann. Mach Time! Okay, okay, okay. Sie geht dann heim. No, war Time, Diggi. Nächste Runde. Okay. Paperbite. Yo, alles klar, ich step ins Battle und du solltest genug Respekt haben, hier nicht deine Lines zu vergessen. Und wer bist du? Ein kleiner, feiner Stadtschnösel mit dem Style eines Sackknödels oder einer Armmöbe. Ja. Bitch, drop Ammo, als wär ich ein Uranentwerter. Es hake zu Flugscharen Schwerter in deinem frischen Brutkastenkörper. Du kleines Glücksbärchen, du erzitterst bei Grimm-Märchen und würdest so gerne deinen Schimmel pink färben. Diese lyrische Chimäre schießt Verse wie Paris gerne. Ey, das wird deine persönliche Misere. Komm mir nicht in die Quere, du Hobbit. Er dachte, Fanta 4 wäre der medizinische Fachbegriff für die Angst vor Softdrinks. Ey, als Paperbite vernichte ich ein Blatt Papier nach dem anderen. Das muss der Regenwald aushalten, doch ich vernichte all dein Material. Nicht mal Greenpeace und Krombacher in Kooperation könnten mich aufhalten. Und du, gesichtsloser Hampelmann, bist so simpel gestrickt wie eine Brezel und wurdest so oft gehänselt wegen deinem echten Vornamen Gretel. Da solltest du in Betracht ziehen, keinen auf Rapper wegen einer Ego-Laune zu machen, beziehungsweise keine Battles während deiner Menopause zu machen. Ey, er schaut beim Kacken Pornos und währenddessen soll ihn der Blitz treffen. Die Elektrospinnen im Winde knistern wie Chips. Reste, ich mach dein Peace-Zeichen zum Pentagramm und deine Hut zu einer Sitzecke. Prinzessin verpasst dir mit dem Range Rover ein Face-Over. Deine Crew fährt mit Stützrädern Motorrad im Hühnerstall deiner Oma. Ich step ins Battle mit mehr Angriffsfläche als fette Menschen mit Narzissmuskomplexen. Ich wette, du Bitch willst mich damit treffen, dass ich mein scheiß Herz auf Tape zerfetze, die Unbedeutsamkeit des eigenen Lebens darlege und mich selbst hartmetze Killer. Deine oberflächlichen persönlichen Lieder sind wie Eisensplitter in den Händen von kleinen Kindern. Du bist zwar eine Ratte, aber nicht Meister Splinter Teil. Rapper zu meiner Rechten, Runde 2. Ja. Was soll ich noch dazu sagen, Alter? Deine Lines. meine Lines war voll. Okay. Geboren in einem Stall, dann lieber nach Berlin gezogen, Paperbite. Der ist hier auf Papier geflogen. Ey, guck mal, hier gibt's genug MCs auf Drogen, genug Idioten und die Messlatte geht wegen dir nicht nach oben. Ich bin auch selbst hier zugezogen, aber. Ich wurde echt gut aufgenommen, vielleicht weil ich kein Hurensohn bin. Naja, boah, scheiße, Mann, ich komm nicht klar. Klein. Jo, das war die zweite Runde. Durchsticker. Macht Applaus, bitte. Zweite Runde Paperbite. Ey, das war lächerlich.
Dich durchlöcher ich öffentlich, du Mongo, ich komm wie der scheiß Hauptmann von Köpenick. Verarsch dein ganzes Team, denn du und dein Stöckelschuh tragen das Weibsvolk, diese drei für den Reißwolf, dein echter Name ist Kai Rolf, keine Scheiße. Er heißt nicht Göte. Du kleiner, mieser Tanzbär, ich stieß mit dem Kampfschwert. Du machtest den Transfer zur anderen Seite, zu den Hatern wie Vader. Im Interview bin ich realer als Flair. Ich bin kredibiler als Cher bezüglich Schönheits-OPs. Denn ich finde meine Schönheit OP. Für deine Blödheit bist du der OP. Ist es sinnvoll, über allgemein unbekannte Abkürzung von skriptoraler Gamma-Kommunikation ein Scheme zu schreiben? Oh, nee. Ey, ich probiere den Punk zu schlagen, doch dafür ist mir meine Hand zu schade, du Parkour-Sklave, du Saatgut sammelnde Made, schläfst in einem Häuschen aus Kartonage. Dieser ekelang regende Krepel hat im Netz gerade mal zwei Tracks, wo er rappt. Einer ist schlecht und der andere rack. Mit der Schlagfertigkeit und der Finesse eines faktglaublich Facebook-Tags. Ey, was? Das einzige Totschlagargument, das ich habe, ist meine helle Bade. Der helle Wahnsinn, ich mit der Elle punchen und Welle machen wie Tennisarme. Ich gebe zwar nichts auf deine Hautfarbe, trotzdem erinnert mich deine ganze Aussprache an Klick-Klack-Lautsprache, deine Aussagen bezüglich dem, was du ausgraben konntest. Sind mir so scheißegal, wie ein Gewinner eine kostenlose Aufnahme konntest. Ey, das waren Bombenparts wie Reden von Bonaparte. Nach dem Bette sitzt du Monte löffelnd im psychiatrischen Sondertrakt und machst deine Poetry-Slam-Scheiße. Deine Bütten reden Double Times in Verbindung mit Gangzeichen. Du bist so G wie Bitches auf Klo mit dem Glätteisen, während deine Maus reinhuscht und sie nachricht und Dad schreit. Runde a priori. Okay, letzter Part. Hast du schon im Kasten. In der Schule hat man mir beigebracht, eine Zusammenfassung zu machen. Es ist a priori gegen Paperbite. Ich meine, ein Typ, der so selten schreibt, dass er eine EP am Start hat, aber verdammt nochmal, das wäre echt Abfuck. Dein EP, Mann, naja, jetzt mal zusammenzufassen, war längst nicht so krass. Ach, kein, ich bin raus, Mann. Alright. Das war knapp. Er sagt Time, was soll man machen? Okay. Letzte Runde. Paperbite. Okay. Dritte Runde. Ey, schaut her. Ein Osnabrücker Nordlicht hat sich im Dschungel der Großstadt verlaufen. Bettelt um Northern Lights. Er ist ein Tor, der reimt. Ich ein Tor zur Zeit. Du bist so ein glatter, uninteressanter Udo, dass es mir schwerfällt, da irgendwas mit Ecken und Kanten zu greifen. Deine Kacke auf Soundcloud durchzuhören, ist eine Challenge, wie um die Wette mit einem Elefanten zu scheißen. Und deine Double-Time-Passagen sind ein billiges Mittel zum Zweck und retuschieren deine wüstenähnlich kargen, erbärmlichen Aussagen bezüglich Rap. Auch wunderbar, dass du von Politik, Sabbelner, Moralclown, ein Track über Politisches bringst. Deine Parallelen zu Lee One sind widerlich. Ihr gleicht euch mehr als die Stieber-Twins. Oh. Und du benutzt unsauber, uralte Technik-Schemes und Copy-Pastes bezüglich Style bei Fettes Brot. Und Cappuccino, den ganzen Tag, so lang. Mittlerweile sind beim STRG die Buchstaben CV sowie beide Maustasten im Arsch. Dazu gesetzt sich ein gewaltiger Stock, denn dieser lügende Spinner war noch nie aufrichtig. Doch dieser Stock kann ihn aufrichten, trotz paradiesischen Aussichten. Auf martialisches Aufschlitzen kann er mit dem, was er mir hier ausrichtet, nichts ausrichten. Jetzt heißt für ihn, die Sache aussitzen, ausschwitzen unter dem Bombardement meiner Haubitzen mit den Armen um die Knie geschlungen, apathisch mit dem Kopf, nickend laut, wimmernd. Dieses Frauenzimmer hat im Internet einen Haufen Bilder, das macht es nach außen sichtbar. Du tauge nichts, bist so hässlich, da verliere ich mein Augenlicht wie der Onkel von Simba. Nein, du bist so hässlich wie ein scheiß Crack-Junk auf und zu und bleibst so immer a priori, denn du lernst nie was dazu. Time. Yo, macht nochmal Lärm hier für beide MCs, bitte! Du und deine Lines! Dicker! Wir sitzen hier mit A priori. Jo. Was ist denn das für ein Name? Wo kommt der her? Der Name, der kommt aus der Schule noch ganz schlimm, irgendwann mal Religionsunterricht und fand so, ja, klang ganz geil. Und ja,
Das bedeutet irgendwas, weil irgendeiner hat mir gesagt, ha, lustig, so hieß mal ein anderer Kumpel, auch der sich Rapper namenmäßig A priori nannte. Aber mir hatte fast die Zunge gebrochen. Aber egal, hier Debüt bei uns. Was ist bisher so deine, dein Hintergrund? Wie lange rappst du schon? Wie hast du zum Battle Rap gefunden? Also ich rap seit so 7-8 Jahren und hab halt auch mit Freestyle und so ein Kram angefangen. Und bin halt auch eigentlich Freestyle-MC. Das war jetzt so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, komm. Ich hab halt immer so mal die Videos gesehen, mal beim Rapper Mittwoch, auch mal beim Diltily, alles das, fand's halt geil. Und so, ja, ist voll geil, mach mal mit so. Ja. Ja, kam jetzt so ein bisschen irgendwie schlecht vorbereitet. Naja. Bisschen sehr schlecht vorbereitet. Bisschen verrissen heute, wa? Basil, wie hast du das Ganze empfunden? Ja, war so ein bisschen fischig. Was? So ein bisschen fischig. Fischerisch? Hat so ein bisschen. Ja, war ein bisschen Fisch in der Luft. Schaulaut an der Fischer! Halt, aber ansonsten, na, ich meine, das ist ein Debüt. Ich meine, jetzt, wenn es mein Debüt gewesen wäre, dann. Ist vielleicht, also, aber war es dein Debüt gewesen und es kann jetzt vielleicht das nächste Mal einfach mal besser vorbereiten. Also, na, aber woran lag es genau? Aufregung, schlechte Vorbereitung? Hat sich der Gegner so geplättet und beeindruckt? Nee, gar nicht. Einfach, also, weil und, ich hab, warte, noch eine Frage. Warum hast du da nicht gefreestylt, wenn du Freestyle-MC bist? Ich wollte ins Freestyle wechseln, aber dann war ich auch irgendwie dann schon total raus, so, weil einfach mein Kopf dann abgeschaltet. Ich weiß nicht, weil ich habe mich schon vorbereitet, aber einfach schlecht gepannt und alles sowas. So einfach schlecht gepannt. War einfach scheiße, Mann, was soll was man sagen? Was ist denn los, Alter? Hast du eine lange Fahrt gehabt, oder was? Nee, nicht lange Fahrt. Ich habe eine Tochter und die war krank, Mann. Ich habe nicht geschlafen, Mann. Ja, gute war dann einfach so. Aber daran lag es jetzt nicht. War einfach irgendwie. Ah, das so ist ein guter Ausrede, trotzdem. Waren einfach viele Sachen, die zusammenkommen. Und ja, er hat doch auch sauber abgeliefert so. Und weil ich halt beim ersten Part dann. Es hat halt auch aufeinander aufgebaut so. Und, hast du ihn unterschätzt, dein Gegner? Nee, ich habe ja seine EP auch gehört und war cool und war dann so, okay, der kann was, das wird bestimmt interessant so. Und jetzt, nachdem er auch was er abgeliefert hat, wäre es auf jeden Fall auch interessant geworden. Aber na gut. Hätte, wäre, wenn. Hätte, goldene Kette, war. Nächstes Mal vielleicht. Gibt immer eine zweite Chance im Leben. A priori, ja. Setzt du jetzt noch weiter Priorität auf Battle Rap oder sagst du hier Mucke an Nummer 1 oder wie geht's bei dir weiter? Beides. Ja, das ist geil. Bin im Studio, bleib im Studio, mach meinen Scheiß. Da komm mal ab und zu mal raus, ey. Ja, Mann. Step in die Cypher. Ja, alright, also. Du und deine Lines-Community, Möglichkeit zu voten hier für A priori. Peace out. Jo, du und deine Lines, diesmal hier mit Paperbite, Alter. Stabile Leistung auf jeden Fall, muss ich sagen, Alter. Ich hab gut gelacht, Alter, bei dem Battle. Auch so diese trockene Art, Alter. Einfach zu schießen. So fand ich übertrieben fresh, Alter. Dein Debüt gewesen, erster war dein Debüt gewesen. Also, ich hab mal bei Ram irgendwo in der Cypher ein bisschen. Das zählt nicht. Ja, das war kein Battle. Wieder zählt nicht. Ja, gut, es war ein Freestyle. Es zählt halt nicht, bei Ram in der Cypher zu stehen und kein Gegner zu haben. Ja, klar, das ist ja klar. Also, ansonsten bei Ram zu stehen ist ganz cool, Alter. Dann sollte man nicht bei Ram stehen, Alter. Hast du ja auch gemacht. Ich hab's. Ja. Ja. Und wie fandest du deine Leistung? Ja, also da es ja mein erstes Written Battle war, bin ich zufrieden, dass ich die Lines alle abrufen konnte. Insofern, wunderbar. Yeah, alle Lines hat funktioniert. Es waren alle da. Geil. Was jetzt war ein bisschen schade, dass er halt nichts gebracht hat, weil da konnte man noch nichts wirklich rebotteln, habe ich halt immer einmal drauf gemacht. Ja, ich hätte gern mehr Widerstand eigentlich gehabt, aber ich bin so. Ja, ist ja gar nicht so mehr Widerstand, weil so. Widerstand erzeugt Kraft, ja, Teamreisen. Das ist das Ding. Ich wäre wahrscheinlich bösartiger gewesen, wenn er mir mehr zurückgegeben hätte. Noch schlimmer? Aber du bist eigentlich schon. Guck mal, du siehst wirklich aus, boah, hier, wie das. Was? Du siehst ein bisschen aus wie Basti, Alter. Bitte mal Basti. Hat er mir auch schon gesagt. Hab ich dir schon gesagt. Ich habe mich schon beschwert. Hey, nee, das war ein Hüter, ein cooler Junge. Bei Basti erwartet man es auch nicht unbedingt, wobei man den natürlich jetzt ewig kennt. Du bist komplett neues Gesicht, aber dir hätte ich es auch nicht unbedingt zugetraut, wie krass du dann eskaliert bist. Du bist ja wirklich aus dir herausgegangen, richtig dolle laut.
übelst präsent. Ich weiß nicht, ob das zu einem großen Teil dazu beigetragen hat, dass halt von deinem Gegner, wir haben es schon kurz angerissen, relativ wenig bis kaum was, gar nichts, will ich nicht sagen, aber wenig kam. Ja. Hast du den so geplättet? Ja, gut, in der ersten Runde habe ich nichts gemacht. Ich habe ihn vielleicht süffisant angelächelt, aber mehr war es ja nicht. Und deswegen, wenn ich für die anderen zwei Runden verantwortlich bin für seine Challenge, bin ich zufrieden, aber das werde ich nie wissen. Also ein Tipp von mir auf jeden Fall ist, weil im Endeffekt wirst du ja sagen, okay, mein Gegner war jetzt nicht so, wie ich mir ihn vorgestellt habe und deshalb habe ich auch nur so und so eine Leistung abgeliefert. Ich hatte es schon im letzten Battle angesprochen, gerade im Interview, dass wenn ein Gegner halt mit einer besseren Leistung kommt, dass man halt auch noch einen drauf hat. Hat er ja gesagt, der wäre noch krasser genau, abgegangen. Und du meintest halt genau das Ding. Ja. Ich sehe das auch genau so, nur ein Tipp von mir ist, komplett auf die Leistung des Gegners zu scheißen und wirklich die Tagesbestleistung abzuliefern. Scheißegal, was er liefert. Ja? Also ob da jetzt ein Fischer gegen den Lyrico steht oder so, ich weiß nicht, ob du das Battle kennst, aber ja, halt scheißegal, was er liefert, halt komplett durchziehen. Ja? Also drauf scheißen, ob er hat jetzt nicht so abgeliefert, ich setze trotzdem einen drauf, nur dafür, dass er so abgeliefert hat und ich den ganzen Weg hierher gemacht habe nach Berlin. Dafür kriegst du richtig auf den Kopf. So, also diese Einstellung, die solltest du dir dann vielleicht aneignen, weil das zieht dich ja runter. Ich kann jetzt von vornherein ja auch nicht sagen, ob der Gegner jetzt stärker ist, den nächsten, den wir dir geben, als der, der jetzt kommt, weil vielleicht liefert er in der Booth gute Tracks ab, wovon wir erstmal ausgehen, da er hier sein Debüt stattfindet. So gehen wir erstmal nach Tracks oder irgendwelche Sachen, die er in YouTube hochlädt oder sei es ein 16 Bars A Cappella, den er im Handycam als Selfie schießt. So, davon können wir erstmal nur ausgehen. So. Und wenn wir jetzt als nächstes dir einen Gegner schicken, halt, der wirklich stärker war oder vielleicht einer, der heute vielleicht sogar da war, der dich dann interessiert, wo du sagst, das war eine dope Leistung, also den würde ich als nächstes gerne haben, wären wir auf jeden Fall down damit. Cool. Ja, ich wüsste, ich will jetzt noch nicht hier das sagen, aber, okay, aber ja, würde ich schon gerne nochmal machen. Ja. Andererseits, man hatte im Vorfeld bis auf ein bisschen Mucke von dir relativ wenig zum Vorbereiten. Also es war komplett dein erstes Written Battle. Warst du sonst schon mal irgendwie aktiv, Video-Battle-Plattform oder? Also das Einzige, was halt war, das war kurz in der Ramsheife halt gewesen. Ich habe eine EP gemacht, ich habe davor auch schon mal welche gemacht, als ich jünger war. Aber letztendlich kommt jetzt noch die neue und die ist dann besser. Und dann will ich lieber daran gemessen werden, als an dem, was er jetzt hatte. Aber immerhin hatte er etwas. Also er hat einen Soundcloud-Account gehabt, hat er auch immer noch wahrscheinlich. Und da sind so 30 Tracks ungefähr drauf. Aber 28 davon sind halt Instrumentals. Und, so, und die anderen zwei. Also er hatte nur zwei Tracks letztendlich, wo er dann auch gerappt hat, glaube ich. Und ja, dann habe ich mich, das bisschen, was ich gemacht habe, war dann auch bezogen. P war ja sehr generisch. Naja, wahrscheinlich gehört. Ne? Also ich denke mal, das Match votet sich relativ leicht, trotzdem der Vollständigkeit halber. Und generell, wenn ihr hier den Kollegen fresher fandet, votet bitte für ihn. Jo. Basic. Auf jeden Fall, Alter, wenn ihr Paperbite besser fandet, Alter, hier voten. Und du und deine Lions, Dicker! Dicker!